Es wird ein turbulentes Video. Das kann man jetzt schon absehen. Hohe Wellen auf dem Mittelmeer peitschen an den Son Moll-Strand von Cala Ratllada. Und dazu heiße ich euch alle herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich werde heute die Promenade ablaufen und wir können von hier sehen, draußen auf dem Meer, je weiter man rausschaut, desto höher die Wellen. Das sind locker 3-4 Meter da ganz weit draußen. Hier flacht es dann ab oder sie prallen an den Felsen hier. Und das geht die ganze Promenade entlang hier, das nächste Stück, was ich von hier aus sehen konnte. Jetzt haben wir das quasi schon fast auf jeder Ecke der Insel einmal gesehen. Diese hohen Wellen. Es ist windig, ja, aber stürmisch wiederum nicht. Und trotzdem haben wir diese aufgepeitschte See. Schon interessant. Als ich hörte, dass der Wind von Nordost kommt, bin ich hierher. Der Himmel wirklich schön. Überwiegend Sonne, also die Sonne ist stark und quält sich durch die Wolken hindurch und wir haben manchmal etwas Grau mit drin, aber überwiegend blauen Himmel, also total schön. Wäre der Wind nicht, könnte man im T-Shirt hier gehen. Ungefähr 14 Grad haben wir aktuell, da wo es geschützt ist, da kann man schon mal einen Teil ablegen. Da geht's ran an den Felsen. Ich hoffe, die Lautstärke ist okay. Mein Mikro etwas lauter eingestellt. Die Wellen, wir wollen sie ja hören. Das ist Natur pur. Teilweise scheppern sie richtig hier an den Felsen. Also es knallt richtig. Habe ich so in Cala Ratllada in der Stärke auch noch nicht gesehen. Also hier spritzen eben einige Wellen bis auf diese Terrasse und das sind schon mal so 8-9 Meter, um hier rüber zu kommen. Über die Wand hier oben ist alles nass und ich werde gerade von ein paar Leuten beobachtet, die denken wohl, ich bin sehr mutig, mich hier hinzustellen. Ich hoffe, ich kann hier eine Welle abpassen und dann schnell laufen. Sturm und Wind erprobt. Hier helfen übrigens auch keine Gummistiefel. Hier brauchst du ein Ostfriesenerz. So nennen wir den ja in Norddeutschland. Aber ich hab's nicht an. Also ich scheue das Risiko nicht.
Wow. Junge, Junge, Junge. Da hat man das gesehen. Das Meer ist sauer. Aber doch nicht auf mich. Ich habe euch nichts getan. Es schwimmt ganz viel da unten rum. Aufgewühlter Sand, aufgewühltes Seegras. Das Wasser ist teilweise nicht klar, sondern durch dieses aufgeschwemmte Zeug, was da drin ist. Man sieht das vielleicht hier und da. Manchmal richtig braun. Auch diese Terrasse, die ist auch überschwemmt. Schönes Naturschauspiel. Ich mag ja auch so, ja toll, ganz flache See, gerade wenn man schwimmen geht. Wer mag das schon gerne, wenn man die Wellen immer im Gesicht hat, dann lieber so. Hier mal schauen, wie weit das Wasser kommt, bis hier gehen die Spritzer. Aber das mag ich besonders, gerade im Moment. So ein bisschen nass bin ich schon geworden, aber
Ich denke mal, das trocknet die Sonne gleich wieder und der Wind. Da steht einer. Auch hier dieser kleine Mini-Strand, auch der wird fast bis an die Mauer überspült. Hier ein bisschen was für die Kunstfanatiker. Ist ja doch so einiges hier zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob das noch mehr wird, aber man hat sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Hoffen wir mal, dass die Sachen gut behandelt werden. Ist da hinten ein Segelboot rausgefahren, trotz dieser Wellen. Also es schaukelte sich enorm in die Wellen hinein. Natürlich nicht die Segel gesetzt, aber mit Motorkraft dadurch und links um die Mole herum. Also Respekt davor. Weiß gar nicht, ob man sich da einen Gefallen tut. Aber vielleicht ist das ein wichtiger Termin. Das habe ich bisher noch gar nicht gesehen, egal wo. Bei dem Wellengang mit so einer kleinen Jolle daraus, da muss man schon mutig sein.
Wir kommen immer weiter Richtung Hafen und im Hafen die neue Hafenmauer. Da herrscht einigermaßen Ruhe. Das hat doch was gebracht. Das ist heute vielleicht auch ein ganz guter Test für Kala Rajada. Genau das wollte man ja bewirken, dass die Boote da und Schiffe da sicher liegen. Ja, hier haben doch einige Lokale geöffnet, also ist ein bisschen was los. Draußen sitzt keiner, warum auch, ist doch ein bisschen windig dafür, da fliegt die Tischdecke und der Teller weg. Den haben wir aber schon öfter gesehen, den Vogel hier.
Ja, hier haben wir schon den Schutz der Hafenmauer so ein bisschen, den man hier spüren kann. Wenn es hier auch noch windig ist, aber es wird ein bisschen wärmer. Hier hat man ein Zelt aufgestellt, um seinen Gästen ein bisschen mehr Schutz zu geben. Die Boote hier im Hafen liegen alle sehr, sehr sicher. Da schaukelt sich nichts auf. Auch wenn man weitergeht nach hinten. Das war wahrscheinlich für den Hafen eine sehr gute Investition. Die Hafenmauer da hinten, die wir hier sehen. Es wird da noch gearbeitet, aber es sieht schon alles ziemlich fertig aus. Es gibt auf Georgis Kanal jede Menge weitere Videos von Kala Ratjada. Natürlich nicht nur von Kala Ratjada, aber auch. Wer die sehen möchte, ist herzlich eingeladen, Georgis Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann bekommt ihr meine Info, wenn es wieder was Neues gibt. Aber es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man sich ein Bild im Laufe der Videos machen kann, die verschiedenen Jahreszeiten und Situationen. Von ganz voll bis ganz wenig. Heute, ja, ich denke mal, ganz wenig war es nicht. Sitzen noch einige Leute hier in den Läden, in den Bars. Hier der Platz, wo normalerweise auch viele Tische draußen stehen, der ist total geschlossen, hier hat gar nichts offen. Wundert mich ein bisschen, da ganz auf der Seite da drüben, da sind einige mallorquinische Restaurants, die nicht nur auf Tourismus setzen. Da hätte man schon erwartet, dass es da noch den ein oder anderen, dass der aktiv ist dort. Aber gut, wann will man sonst eine Pause machen? Wenn nicht im Januar und Februar, da ist die Insel am ruhigsten von den Besucherzahlen her. Und wenn man Schutz suchen möchte vor dem Wind heute, dann kann man das hier ganz besonders. Hier wird es immer wärmer. Hier kann man schon teilweise sogar ohne Jacke sitzen. Ganz schön hier auszuhalten. Ein paar Restaurants sind geöffnet. Und es reicht eben zum Draußensitzen. Also die haben hier die besten Plätze. Das ist auch zu jeder Jahreszeit so, mit dem Blick da raus, auf den Hafen, auf die Berge, traumhaft.
Hier unten, wo viele Fischernetze ausliegen, endet das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Dank geht nochmal raus an alle so tollen Unterstützer. Vielen Dank an all diejenigen, die die Supersenks-Taste genutzt haben und den Kanal auf die Art und Weise unterstützen. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Es hilft enorm. Gerade wenn wir weite Strecken fahren hierher. Bin hier über eine Stunde unterwegs von meinem Schutzpunkt. Also, das ist schon eine tolle Sache. Vielen, vielen Dank. Ja, ich verabschiede mich. Freue mich aufs nächste Video mit euch. Freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Sagt Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgies Kanal. Servus, euer Jörg.